Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Schubert ist das Schwerste überhaupt zu singen, finde ich. Das ist es. Man kommt viel leichter mit einem Wolf- oder einem Brahms-Lied davon, aber ein Schubert-Lied, da hört man alles. Und als die Hähne krähte, da ward mein Auge wach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Naja, der Schubert ist natürlich allein schon von der Fülle der Lieder ist das mit Sicherheit der Olymp. Wenn man es auch historisch sieht, er war einfach auch der Erste, der ein Lied zu mehr gemacht hat als nur einer Gesangsstimme und einer Begleitung. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Ich sehe das nicht anders so, als es ist eine Geschichte mit unterlegter Musik. Und die Leute haben immer eine Angst davor, dass es so hochkulturell ist und dass es irgendwas ist, was nur eine elitäre Gruppe von Leuten überhaupt verstehen. Und das ist absolut falsch. Aber ich meine, wie weit weg ist es von das, was jeder Mensch erlebt heute, nämlich unglücklicher Liebe? Eine Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen, ist bis heute für und für um mein Haupt geflogen. Krähe, wunderliches Tier, willst mich nicht verlassen, meinst du, weil das Beute hier meinen Leib zu fassen. Also Liedgesang war immer wichtig für mich, auch während meinem Studium und während ich meine Opernkarriere gemacht habe. Es ist ein wahnsinnig guter Kontrollpunkt, ob man in der Oper, also rein technisch, was falsch gemacht hat. Wenn man nicht diese Leichtigkeit hat und die Abfrasierung oben in der Stimme hat, dass es braucht für Liedgesang, dann ist es schon, dann hat man was Falsches gemacht. Wie eine trübe Wolke durch heitere Lüfte geht, wenn in der Tanne Wipfel ein mattes Lüftchen weht, so zieh ich meine Straße dahin mit trägem Fuß. Mit den Mitteln seiner Zeit hat der Schubert sicherlich am meisten geschafft. Und vor allem die Radikalität, mit der er manche Texte deutet, ist also unübertroffen. Das Vermengen von Text im Sinne von Sinn und Musik ist da noch viel direkter, als es in der Oper ist. Ach, dass die Welt so liegt, als noch die Stürme tobten, war ich so elend, so elend nicht. Die Winterreise habe ich noch nicht im Programm genommen, weil ich keinen Zugang zu dem Werk gefunden habe bis jetzt. Und ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor dieses Werk gehabt. Natürlich ist es so, wenn man jünger ist, dann reflektiert man weniger über das, was passiert. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer lieb. Also wir sind ja seit mittlerweile fast 20 oder über 20, ich weiß nicht mehr genau,
so ein eingespieltes Team. Wir wissen schon, wie der andere denkt, wie der andere atmet, wie der andere fühlt, wie der andere führt. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Also damals hat man natürlich immer versucht, schön zu singen. Ne? Und möglichst wirklich alles so schön zu machen. Und das tue ich jetzt nicht. Also ich glaube, ich versuche das zu interpretieren und das zu machen, was mir was sagt. Ne? Oder was uns was sagt, weil das ist wichtig. Die Augen schließe ich wieder, noch schlägt das Herz so warm. Abgesehen von seinen stimmlichen Qualitäten und von seiner Professionalität ist diese Textversessenheit, die er hat, so beeindruckend, weil es gibt kein Wort, dem er nicht versucht, einen Sinn zu geben. Und wenn ich da als Pianist nicht unterstützend wirken würde, dann ist das wie die Frau ohne Unterleib. Die Augen schließe ich wieder, noch schlägt das Herz so. Das hier ist so tief menschlich für mich. Das ist einfach so Wahnsinn, erschütternd irgendwie. Man muss was erlebt haben im Leben, bevor man das weitergeben kann. Also so sehe ich das auf jeden Fall. Wann grünt ihr Blätter am Fenster? Wann halt ich mein Liebchen im Arm? Wann halt ich mein Liebchen?